Jo, was geht? Willkommen zurück auf meinem Kanal und heute mal wieder ein Tutorial, diesmal zur TKK-Kombo. Die TKK-Kombo besteht aus drei verschiedenen Techniken, zu denen ich alle schon ein Tutorial hochgeladen habe. Das wären einmal Hi-Hat, dann Outwards-Case-Snare und die Rimshot-Case-Snare. Und die TKK-Kombo ist dann einfach nur diese drei Techniken sehr, sehr schnell hintereinander. Dafür ist wichtig zu wissen, dass die TKK-Kombo eine Kombo in der zweiten Atemstufe ist. Also alle drei Techniken sind komplett in der zweiten Atemstufe. Und dazu, wenn dir unklar ist, was eine Atemstufe ist, dazu habe ich auch ein Video hochgeladen, das werde ich hier oben verlinken. Und ja, dann einfach das anschauen, wie du hierher zurückkommst, dann verstehst du, was ich meine. Also jetzt zur Kombo selbst. Am Anfang hat man einfach nur Hi-Hat. Als zweites kommt dann die Outwards-Case-Snare. Beides ohne Atmen. Und dann hinterher noch die Rimshot-Case-Snare. Das Ganze dann so schnell wie möglich hintereinander, also von zu sowas. Für solche schnellen Kombos ist es eben wichtig, dass die Techniken alle in derselben Atemstufe sind, dass man da schnell hintereinander wechseln kann. Und das ist eben so eine Kombo mit alle Techniken in der zweiten Atemstufe. Am besten geht es zum Beispiel, wenn man einfach versucht, erst Hi-Hat zu machen, dann die Outwards-Case hinterher und dann versucht, die beiden erstmal so schnell wie möglich hintereinander zu setzen. Also so ungefähr. Und dann nimmt man die Outwards-Case und die Rimshot-Case. Das gleiche nochmal und dann alle drei zusammen. Manchen fällt es auch leichter, die TKK-Kombo zu machen mit nicht einer Outwards-Case an zweiter Stelle, also sondern eher das gleiche nach innen. Also nicht eine ganze Inwards-Case wie, sondern einfach nur ohne Zunge, nur mit dem Hals. Das K nach innen und dann. So benutze ich die zumindest meistens. Wichtig dabei ist es eben dann wirklich, dass man alle Techniken in der zweiten Atemstufe macht und nicht dafür atmet. Wenn man sich darauf konzentriert, sollte es recht schnell gehen, dass man die Combo recht schnell hintereinander machen kann. Am Ende habe ich noch ein paar einfache Beats vorbereitet mit TKKs drin, um die zu üben. Die einfachste Möglichkeit, das zu machen, wäre einfach nur viele TKKs hintereinander. Man kann langsam anfangen und dann schneller werden, das ist eigentlich schon eine gute Übung. Also einfach nur TKKs, keine Techniken dazwischen. Der zweite Beat wäre. Also einfach Kickdrum, F-Hi-Hat, PF-Snare, F-Hi-Hat, das Ganze wiederholen und dazwischen halt TKKs. Das Ganze geht dann auch genau gleich, nur ohne Hi-Hats, also statt TKK einfach nur KK. Oder beides zusammen, also erstmal TKK und dann nur KK. Wenn du diese Beats geübt hast und es dir leicht fällt, kannst du auch versuchen, einfach drauf zu freestylen. Kombos und Techniken kann man immer gut lernen, wenn man einfach drauf freestylt und das viel anwendet. Das war's auch schon mit dem Tutorial. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwas nicht verstanden hast, einfach die Kommentare. Ich werde immer drauf antworten. Oder auf Instagram per Direktnachricht, da werde ich auch immer drauf antworten. Und ansonsten, wenn du irgendwelche Vorschläge hast oder irgendein Video sehen willst, ein Tutorial, einfach auch in die Kommentare. Ich werde es mir anschauen und bis zum nächsten Mal.